Damit ein herzliches Willkommen hier aus Belgien. Das nächste Sprintrennen steht dann in unserer finalen Season mit Audi. Season 6 und wir waren wirklich 6 Mal hier und ich freue mich immer wieder. Spa-Francorchamps, eine extrem geniale Strecke. Die ist wirklich top, top, top. Es ist eine der besten überhaupt. 7.004 Meter ist die Strecke lang, 19 Kurven und dann 2 DRS-Zonen. Abonniert gern kostenlos den Channel, dass nichts mehr verpasst. Lasst doch gerne Däumchen um da und auch gerne die Glocke aktivieren. Schaut doch gerne auf Social Media vorbei, auf Instagram, IT-Gaming, aber vor allem auch gerne auf It's-Tobi auf TikTok. Jetzt geht's auch mal los hier in unseren finalen Run für das Sprintrennen jetzt mal. Die erste Kurve, ja, ganz, ganz, ganz spät auf der Bremse und da konnte ich direkt eine Zehntel finden. Es ist ganz, ganz schwierig heute, also es ist nicht so einfach, als ich mir das Ganze gedacht habe. Ich bin zwar ein großer Fan der Strecke, ja, das war totale Katastrophe, da habe ich direkt mal eine Zehntel liegen lassen. Und ja, ich weiß auch, dass die Strecke dennoch viel, viel Zeit auf jeden Fall bringt. Und es ist trotzdem ganz, ganz schwierig. 12.000stel langsamer als Lando Norris, der mir die letzten 3-4 Rennen da tatsächlich schon ordentlich eingeheizt hat. Jetzt konnte ich einfach mal 3 Zehntel finden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Runter hier diesen Pass und da wirklich, Strolli war ja hier in der Mauer im Regenwald und da sind wir fast auf einer halben Sekunde. Qualifying ist beendet, sprich ich muss diese Runde zu Ende fahren. Hier Double Full Speed durch, das ist wirklich insane, wie schnell diese Autos schon in unserer Season hier sind. Durch diesen Endsektor durch, ein bisschen Zeit liegen lassen, war zu spät beim Einlenken und bin dann viel zu hart über den Körper drüber gerattert. Purple 2 Mittelsektor, doch da fehlt einiges noch an Zeit. Ich weiß, circa sind wir 15 langsamer als die Pole-Zeit. Und einer könnte uns das noch abstrittig machen. Hier vor uns fährt nämlich noch ein Ferrari. Ich weiß aber natürlich nicht, ob die Zeit reichen wird. Da liegt auch noch ein bisschen Zeit. Das war nicht gut. Auch Blanchiment, keine exzellenten Kurven hier gefahren. Aber aus der letzten Kurve komme ich immerhin gut raus. Wo bleibt die Uhr stehen? Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Das wird auf jeden Fall verdammt knapp. Es ist die Pole. Es ist die Pole. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position. Und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ocon, Norris, Leclerc, Gasly, Russell, Oscar Piastri, Hauge, Sainz, Theo Pourchaire, Verstappen, Doohan, Stroll, Daruvala, De Vries, Liam Lawson, Joe, Drugovic, Sargent, Magnussen und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Sadala, hier sind wir nun im Sprint Race, lediglich 5 Runden, das ist gut so, lights out und let's go, der Start war richtig, 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 richtig schlecht, also da schießen gleich mal direkt 2 vorbei, ich denke mir so, wenn sich die streiten, kann ich vielleicht innen, aber nein, da verscheiße ich den Exit und ja, dann ziehst du dich nur noch auf den dritten Platz, wir gehen hier mal raus aus dem Windschatten auf Rouge Wohlen, ist wirklich nur was für ganz hart gesotterne Jungs und ich feiere wieder in den... Ich fahre hier wieder ins Gras rein und das wäre tatsächlich jetzt zur totalen Katastrophe gewesen. Also hier fast der Abflug auf Orange und guck dich mal an, wie viele Verfolger ich hier habe. Das war alles große Scheiße, die ich bis jetzt hier zusammengefahren habe. Das muss ich tatsächlich so sagen. Lando Norris auf den dritten Platz, der schießt jetzt auch an uns vorbei. Die Mercedes scheinen wirklich da einiges an Zeit gefunden zu haben. Und die machen uns da das Leben tatsächlich nicht gerade einfach. Und was mache ich, Idiot, hier? Das ist heute eine Schicksalskurve, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal spoilern, denn da werden wir heute noch die ein oder andere, ja, Scheißsituation erleben. Das muss ich leider so sagen, aber jetzt mal zurück hier ins Renngeschehen und das ist ein Wahnsinn, wie schnell die Konkurrenz heute ist. Das ist ein Wahnsinn, guckt euch das mal an, jetzt aber die Start-Replay. Der Start war an und für sich okay. Ja, bis dann die zwei Jungs daneben mir einfach vorbeigeschossen sind. Die haben später gebremst. Ich wollte ja innen bremsen und so später aufs... Ich wollte früher bremsen, dass ich früher aufs Gas gehen kann, so. Aber das war halt wirklich
gar nichts. Das war weniger als nichts. Erste Kurve jetzt ein bisschen besser gemeistert. Wir sind an Lando Norris jetzt mal dran im Windschatten. Könnte dann tatsächlich mal was werden. Das ERS wird aufgeschaltet, angeschaltet. Hoher Rouge, Radillon. Wir schießen hier schon mit einem Überschuss dran. Gehen an die linke Seite vorbei. Come on, Lando, du hast uns gesehen. Und übernehmen jetzt mal wieder den dritten Platz. Reicht das? Wer bremst später? Und das reicht jetzt mal. Wir sind auf dem dritten Platz. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Esteban Ocon auf den ersten Platz. Der ist auch mein Rivale. Habe ich mir jetzt neu ausgesucht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er deswegen natürlich noch viel, viel schneller sein wird. Also das ist wirklich incredible heute. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wie diese Konkurrenz heute arbeitet. Die sind sauschnell. Also wirklich, da muss ich nochmal ein bisschen was dranlegen. Und natürlich auch ein bisschen beten. Der dritte Platz wäre natürlich trotzdem top. Ich hoffe auch, dass mein Teamkollege in den Punkten ist. Max Verstappen hat ja auch im Ungarnrennen schon gezeigt, was er kann. Guck gerne oben rechts vorbei, da ist die gesamte Playlist der Karriere verlinkt. Jetzt sind wir auch schon Ende der dritten Runde an Yuki Tsunoda dran. Wird das was? Die letzte Kurve ein bisschen anders fahren, mehr Schwung damit rausnehmen. Das war gut, das war sehr gut. ERS, DRS, aber hier reicht es natürlich noch bei Welten nicht. Jetzt aber mal die Richtung Turn 1 sich da dran tasten. Ja, der Exit war okay, da kommen wir saugut raus. Also Yuki hatte da wirklich, glaube ich, auch eher einen kleinen Fehler drin. Ich war nicht so extrem schnell, als dass ich hier so mit einem Überschuss da Rouge raufkomme. Hier gehen wir mal links an Yuki vorbei, sonst wäre ich ihn da hinten drauf gefahren. Und jetzt deckt er ab, da muss ich vom Gas runtergehen. Das war, ja, nicht gerade schön. Das auch nicht. Und ja, da muss ich jetzt einfach wieder zurückstecken. Denn immer wenn ich gelenkt habe, hat er auch gelenkt. Also das finde ich schon sehr interessant. Also dass da, es ist zwar nicht, es ist Waving eigentlich, aber das lassen wir mal außen vor. Habt ihr es mitbekommen? Es beginnt jetzt auch hier leicht zu tröpfeln, regnen. Also kein Plan, ob sich das ausgehen wird. Mal gucken, hoffentlich kein Frontflügelschaden, nix, okay. Ja, der Regen wird das Ganze natürlich gerade nicht einfacher machen für uns. Also im Regen sowieso, aber mit den Slicks dann noch. Also das wird sehr interesting. Hier dann, das war gegen Lando Norris. Da musste ich ein bisschen was gerade biegen. Also wirklich der Start und auch die erste Runde, die war so katastrophal. Da wünsche ich mir fast einen Neustart. Also viel, viel schlechter hätte es nicht laufen können. Aber dann wurde ich da tatsächlich immer, ja, konkreter, akkurater, und das war dann Lando Norris. Er hat Platz gemacht, er hat uns das schön vorbeigelassen. Ich habe dann auch ein bisschen in die Mitte gezogen, um dann auch zu verhindern, dass ich da irgendwas mal tun kann, dass er da irgendwie kontern kann. Ich war dann da klar neben ihm, er zieht dann irgendwie, macht er die Tür zu, und ja, ich hatte dann einfach keinen Platz mehr, um links von links nach rechts zu ziehen, und das war dann tatsächlich mein großes Problem. Yuki Tsunoda jetzt immer noch vor uns. Aber ja, diese Regenbedingungen, es ist ganz, ganz grausam. Es ist ein, ja, ein Spiel mit dem Feuer. Du fährst so ein bisschen auf dieser Rasierklinge herum. Drei von vier Mal geht's gut, aber bei dem Regen, gerade das vierte Mal, das wird dann problematisch. Apropos problematisch. Yuki ist, glaube ich, kein Thema mehr. Aber jetzt kommt er hinter mir in eine sehr XXL-Auflösung. Zieht da jetzt auf einmal Lando Norris rein. Ich kann mich da gerade noch so verteidigen. Aber das ist wirklich heute. Regen ist nicht mein Freund. Das muss ich einmal so sagen. Regen macht das alles noch viel schlimmer. Ja, Yuki ist jetzt über alle Berge. Es ist der dritte Startplatz. Ich verliere jetzt all in all 2 Punkte. Aber auf eine Konkurrenz, die ich noch im Blick habe. Also Yuki ist nicht ganz so weit weg. Und auch, ja, Ocon ist jetzt nicht ganz in der Liga, wo ich da unterwegs bin. Da wäre er noch Boucher da, aber trotzdem ein fehlerloses Rennen von beiden, haben da ab der ersten Kurve eigentlich dominiert. Dank einer fantastischen Fahrt gestern startet Esteban Ocon von der Pole und Yuki Tsunoda macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Wissenschaftler? Norris. Gasly? Oscar Piastri, Russell, Hauge, Sainz, Verstappen, Stroll, Theo Pourchaire, Leclerc, De Vries, Doohan, Liam Lawson, Joe, Drugovic, Sargent, Albon,
Magnussen und Jehan Daruvala. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Hier sind wir nun erneut im Grid. Aber jetzt mal mit dem Hauptrennen. Lights out und let's go! Der Start war um einiges besser, aber da hat noch hinter mir einiges einen sehr guten Start. Und ja, auf der Innenseite musst du halt auch ein bisschen früher bremsen. Ich traue mich da halt nicht reinzugehen, sonst crashst du da. Jetzt an Yuki vorbei, wird nicht reichen. Das reicht noch nicht ganz. Oh, Rouge rauf, Radignon vielleicht im Windschatten. Jetzt aber auch schon Lando Norris an mir hinten dran. Ja, den Berg rauf, Radillon war gut, Windschatten, aber auch Yuki Tsunoda hat Windschatten und vor allem Lando Norris, den können wir aber mal aktuell davon ziehen, ohne DRS sind die halt ein bisschen hilflos, also ist eigentlich jeder hier hilflos und ich finde es auch ohne DRS tatsächlich teilweise echt einfacher und ich bin da wirklich auf letzter Rille unterwegs, ich will da heute ein bisschen einen besseren Platz haben und ja, dann passiert's, was passieren hat müssen, hier kommen wir auf den Körb drauf. Und ein Spins weg. Natürlich muss auch ein Stück des Frontflügels abfallen. Ich dürfte eigentlich hier gar nicht entlang fahren, aber ich weiß genau, wenn ich stehen bleibe, bis alle vorbei sind, ist das Rennen sowas wie von verloren und wir können das eigentlich komplett vergessen. Ja, den Frontflügelschaden müssen wir mitnehmen. Ich bin jetzt zwar nur 4 Sekunden hinter dem letzten Mann, aber was machen wir jetzt? Gehen wir direkt in die Box rein? Ich muss mal gucken, wie sich das ganze Auto jetzt anfühlt. Das war natürlich der Worst Case, dass es mich da wegspinnt. Und ich mein komplettes Rennen sozusagen wegwerfe. Jegliche Chance auf das Podium und vor allem auf den Sieg ist dahin. Also tatsächlich, wenn da jetzt kein Safety oder so kommt, wird das sogar schwierig mit den Punkten. Das ist wirklich enorm, was ich hier an Zeit verloren habe. Natürlich muss ich nochmal extra 5 Sekunden rechnen mit dem kaputten Frontflügel. Der Wechsel wird auch noch ein bisschen dauern. Vielleicht geht es auch ohne, aber das müssen wir uns eindeutig noch einmal hier in der Replay angucken. Das ist also der Start. Wir sind das linke zweite Auto hinter dem Red Bull. Und wir kommen tatsächlich ein bisschen besser weg als die Jungs hinter mir. Aber beide Mercedes hatten einen Traumstart. Da war auch mal kurze Zeit Lando Norris an mir vorbei. Also mit dem Start habe ich es hier in Belgien nicht so. Da war ich ganz, ganz gut raus aus Turn 1. Aber irgendwie war ich dann auch gar nicht mehr da. Jetzt noch einmal hier dieser folgenschwere Crash. Ich schneide den Körper ein bisschen zu stark. Will zu früh aufs Gas, rutscht aber mit dem Reifen, beziehungsweise mit der linken Seite, ein bisschen zu hoch auf den Körper rauf und verliert dann hier wirklich tatsächlich so den Halt, die Haftung, dann spinnt das Auto direkt weg. Es hätte nicht sein müssen, aber mit diesem ja, Gefühl, mit diesem, du musst jetzt pushen, um dran zu bleiben, war es das nicht ganz einfach. Wir sind in der zweiten Runde, ich konnte hier tatsächlich diese Gap schließen zu Kevin Magnussen und auch zu Alexander, also zu dieser ganzen hinteren Gruppe. Und das Gute ist halt, dass ich noch nicht stoppen musste. Vielleicht sollten wir auch nochmal überlegen, ob das ja vielleicht auch reicht mit dem kaputten Flügel, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das werden wir beim Laufe des Rennens entscheiden. Jetzt mal an Alexander Albon, das DRS ist mittlerweile verfügbar. Wir gehen hier innen rein und übernehmen jetzt mal den 20. Platz. Ja, man, das ist natürlich ein bisschen zart jetzt, also hier sich durchkämpfen, gerade bei den Hinterwäldler, Hinterbänken-Teams, no front oder so, aber du musst halt, du verlierst halt so viel Zeit, weil ja die selbst in den Fight sind und dann immer wieder so halbe bis Sekunden Gaps dazwischen sind, also immer wieder so Löcher und die musst du halt auch wieder aufholen und das kostet halt enorm viel Zeit und das auf einer Strecke wie Belgien, wo es ohnehin nur 15 Runden sind bei 35%, es ist heute ein bisschen ganz komische Sache. Dieses Rennen könnte toll werden, wird es aber jetzt nicht mehr. Das Rennen hätte eine Sensation werden können, wird es jetzt nicht mehr. Wir müssen uns damit abfinden und ich muss jetzt einfach die Arschbacken zusammenkneifen und hier wieder Fassung finden und durchziehen. Jetzt sind wir an Logan Sargeant dran, 6/10. Da gibt es leider auch kein DRS. Bis Startziel gibt es kein DRS. Bei Blanchimont kommen wir gut durch. Da mache ich auch extrem viel Zeit gut und im Busstop, ja, da wage ich es nicht mal, da gibt es eine leichte Berührung. Ja, eine andere Linie hier, mehr Schwung aus der letzten Kurve raus. Ich glaube, das könnte reichen, um Logan Sargeant hier Richtung Turn 1 anzugreifen. Wir müssen außen gehen, weil er ihnen abdeckt. Wir übernehmen jetzt mal den 19. Platz, viel zu spät auf der Bremse und da ist fast Logan wieder vorbei. Aber auch das ging noch gut, jetzt Rouge rauf. Das könnte jetzt das Ende für Drugovic auf den
18. Platz bedeuten. Windschatten, DRS und jetzt darf ich auch das ES aufdrehen. Da geht es jetzt wieder innen rein. Also wir werden da jetzt ähnlich wie Alonso damals reingehen. Und der wird sich auch nicht stark wehren. Der weiß natürlich, es kostet mehr Zeit, sich da zu wehren. Eine ganze Runde später brauchen wir, bis wir an Nyck de Vries dran sind. Der deckt aber weit innen ab. Also das finde ich auch eine interessante Sache und bremst dann ganz, ganz früh. Wir übernehmen den 16. Platz und mir fällt schon ein bisschen ein Schema auf. Es ist immer dieser lange Geraden vor Le Compes, wo wir die meisten Überholungen übermachen können. Da hast du halt auch die meisten Schwung. Ja, ich gehe da direkt drauf. Ich weiß halt ganz genau, jetzt lenkt doch nichts mehr ein. Natürlich sind vom Spin die roten Reifen ein bisschen down. Und jetzt musst du dich halt so ein bisschen fragen, gehen wir rein? Aber dann wird halt am Ende des zweiten Stints erneut diese Probleme auftreten. Also ich muss, glaube ich, das jetzt dieses Problem am Shop packen. Und wir müssen tatsächlich jetzt diesen Frontflügel auch wechseln. 5. von 15 Runden, das könnte tatsächlich... Ja, uns weit zurückwerfen. Bei 5 Sekunden extra Standzeit werden wir wieder locker auf den letzten Platz. Ich konnte ja jetzt gerade mal 5 Plätze überholen und das in 5 Runden. Das ist bitter. Das ist wirklich, das hätte heute ein tolles Rennen werden können. Aber durch diesen Fehler zwingt es mich so ein bisschen jetzt in die Defensive. Wir gehen in die Box rein. Vielleicht gelingt uns da tatsächlich noch ein leichter Undercut gegen den einen oder anderen vor mir. Punkte ist das Ziel. Und mehr will ich heute auch nicht mehr erreichen. Aus der Box wieder raus. Bleiben wir, wie erwartet, auf dem 22. Platz. Neue Nase ist drauf und das weit, weit, weit weg. Wir sind verdammt weit weg von der Konkurrenz. Jetzt heißt es natürlich pushen. Scheiß auf die schnellste Rennrunde. Wir müssen jetzt in die Box rein und auf jeden Fall pushen. Da kommen wir auf diesen Körper. Nein, das war nicht das, das war nicht das. Ja, da hat sich schon mal ein bisschen angedeutet da in der dritten Runde, dass halt die Reifen auch durch den Spin schon ein bisschen lädiert sind. Konnte mich da aber noch an den AlphaTauri dranarbeiten, auch an den Williams. Und konnte, dann war das hier ein Alpha, kein Plan mehr, wer das war. Und in Richtung Turn 1, ist auch ein guter Überholspot, also generell Turn 1 und dann nach der langen Geraden nach... Rouge Radillon, da gibt es halt auch mega gut, weil es halt DS gibt, ist das immer wieder ganz, 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 ganz toll hier zu überholen. Den Berg rauf und dann saugst du dich an deinen Konkurrenten dran, darfst den Heckflügel aufmachen und bist dann eigentlich fast wie im Fullspeed-Flug hier, arbeitest du dich dran an die Konkurrenz. Finde ich toll, das ist wirklich gut. Jetzt wird es halt mal interessant zu sehen, wo wir, wenn die anderen in die Boxen gehen, wo wir uns dann wiederfinden, denn das wird das wesentlich spannendere. 5. Runde und ab diesem Moment wusste ich halt auch, die Reifen sind tot, also wirklich. Wenn du irgendwie einlenkst und das Auto dir kein Gefühl mehr von Sicherheit gibt, weißt du halt auch, ja, die Reifen sind komplett durch. 8. Runde, ich konnte die schnellste Rennrunde holen. Charles Leclerc war mittlerweile in der Box, auch Lance Stroll, die sind beide weit, weit, weit weg von mir rausgekommen. Ich weiß auch nicht genau, wo die gestartet sind. Aber auf jeden Fall nicht auf dem 15. Platz, das ist ganz klar. Albon, glaube ich, dürfte noch nicht drin gewesen sein. Und jetzt war die Konkurrenz komplett in der Box. Wir sind hier an Lance Stroll dran, der vor kurzem noch 5 Sekunden vor mir war. Jetzt aber ganz, ganz knapp vor mir ist. Oh, Rouge rauf geht's da. Ja, und der Trottel lenkt darüber und mich dreht's hier fast weg. Da scheidet einer aus vor uns. Es ist der McLaren. Das ist gut. Es ist Dennis Hauger, der hier abstellt. Und da fehlt uns nur noch ein Platz, 3 Sekunden zum einzigen WM-Zähler, den wir heute holen können. Also das wäre schon cool, wenn ich das schaffen würde. Und der eine würde mir die Tür gleich für 2 aufmachen. Und auch Max Verstappen, der könnte mich das erste Mal supporten, mir helfen, diesen einen Punkt zu sichern. Wenn er Theo Pocher nur ein bisschen beschäftigt, das würde so genial werden, falls das wirklich heute so ein bisschen der einzige Punkt. Wir gucken uns das noch einmal an. Ich wusste natürlich, dass es mit Risiko verbunden ist, auch ruhig rauf anzugreifen. Doch dass der da auf diesen Schotter einfach rüberlenkt, das finde ich halt gar nicht top von ihm. Das war wirklich eher eine blöde Sache. Theo Pocher jetzt ganz, ganz nah. Wir sind in der letzten Runde und haben es tatsächlich in das DRS-Fenster von Theo geschafft. Wird das auch reichen, um uns an ihn vorbeizuarbeiten? Oh mein Gott, der hat auch DRS von Leclerc.
das ist heute wirklich ganz und gar nicht mein Rennen. Es wäre die einzige Chance gewesen. Lediglich eine Chance gibt es noch. Und das vor Busstop. Das könnte wirklich heute noch so ein Heartbreaking-Finale werden. Wir verfolgen die einzigen WM-Punkte, die uns heute gelingen könnten. Es geht in den letzten Sektor. Wir sind erst knappe 7/10 von Puget und Leclerc weg. Die helfen sich natürlich gegenseitig. Nachdem sie hinterherfahren, zieht der eine den anderen sozusagen. Und ich habe da eigentlich kaum Hilfe. Wir kommen gut raus aus der Kurve. Es sind trotzdem 7/10. Das ganze jetzt, was ich mir aufgespart habe, werden wir jetzt noch mal abarbeiten. Aber es reicht nicht. Die Zeit geht sogar rauf. Mann, es ist so schade. Esteban Ocon gewinnt den Grand Prix und das auch verdient. Also das kann ich nicht anders sagen. Es ist sowas wie von verdient und ich hier murks da hinter dem 10. Platz nach. War ganz knapp am Punkt dran und ich glaube, hätte ich mir keine neue Nase geholt, wäre ich da locker in die Punkte gelandet. Gucken wir uns die Siegerehrung an, wo wir seit langem nicht drauf sein werden. Das ist wirklich eine traurige Überraschung. Es ist der 11. Platz und leider kein einziger Punkt. Auf einer meiner Top-Lieblingsstrecken. Fuck. Wirklich nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Das war ein schwieriges Rennen auf dieser Kultstrecke, aber sie haben nicht nachgelassen und den Sieg geholt. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Ja, es hat nicht ganz gereicht. All in all mache ich dieses Wochenende trotzdem 6 Punkte, verliere aber eine große Stange an die komplette Konkurrenz. Also das war wirklich ein sehr, sehr schwaches Wochenende. Immerhin holt Max Verstappen da 4 Punkte und wir holen da 10 Punkte als Team. Sind mittlerweile 48 Punkte und 98 Punkte nur noch in der Konstrukteurswärme hinten. Aber natürlich, solche Rennen dürfen nicht oft passieren, denn das kostet enorm viel Zeit. Und auch Nerven. Für heute war es das aber mal. Schaut gerne auf TikTok vorbei. It's_Tobi. Links immer alle unten in der Bio und auch gerne auf Instagram. IT_Gaming. Für heute soll es das wirklich gewesen sein. Danke für euren Support. Ja, ich freue mich auch schon aufs nächste Rennen. Abonniert gerne kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Und falls euch meine Videos gefallen haben, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen oben freuen. Es geht nach Niederlanden. Bis morgen oder später auf TikTok. Und bleibt. Und ciao.